Böse ist die Verniedlichung von Böse. Charlie Prag, Tarif. Flesh? Hando. Jumbo. Kompliment über Outfit. Oh. Interessen auf jeden Fall reden, möchten sich da kennenlernen. Na, aber was hältst du davon, wenn du dich mal irgendwie umziehen willst? Was willst du denn? Witz erzählen, Kochsendung ansehen, jemanden umarmen. Du musst erstmal jetzt hier nochmal Frühstück servieren. Und zwar, ich bin Rührei mit Speck, da bin ich dafür. Watanabe. Funichi, Parsifal, Robin. Wir wollen Freunde, wer mit Daniel? Er ist Daniel. Hallo Daniel. Über Interessen reden. Slefinaj Lamina. Und wir wollen ihn einmal umarmen. Wobrichard? Warba? Er ist Energie gelangt. Oh, guck mal, sie umarmt sich. Oh, ist das nicht schön? Oh, wie sie grinst. Oh, das hat, oh Gott, das haben die genossen. Oh, oh. Unverschämte Geschichte erzählt. Vom Herzen kommt das. Unverschämt. Was ist eine unverschämte Geschichte? Biscuit, hey ho. Finalibo. Shimagra Gorsai. Flazzle Vilpa. Lamina Galpa. Vibitab. Nach den Tag fragen, mag er das oder nicht? Shinisi Abimo, Finn Bayanifem, Nurchel Karenzi? Ah, er mag's. Ah, die beiden mögen sich. Ah. Cool. Wie schön. Ah, guck mal, sie ist sehr glücklich. Oh Gott, was habe ich getan? Nein. Aber er guckt so böse. Was soll das denn? Schmeicheln. Wir können ihn schmeicheln. Hör auf. Schmeichelt ihn. Gemeinsames Foto. Los. Macht ein gemeinsames Foto. Yay! Oh, Shusha. Oh, sie mögen sich. Yiftimei. Oh, wie schön. Wogrichab. Gorobani. Von Herzen kommt das Kompliment. Ich bin dafür, sie wird jetzt erstmal noch weiter kochen. Schnelle Mahlzeit, Frühstück servieren. Ah, Rührei und Speck. Wir haben leider nicht so viel. Sie muss auf jeden Fall erstmal einkaufen gehen. Glaube ich, bin ich dafür. Das sieht aus wie ein exzellentes Essen gerade hier nebenbei. Ein Gericht nehmen. Wie ist die Qualität vom Gericht? Ausgezeichnet, ich wusste es. Ein Gericht nehmen, sehr, sehr cool. Okay, die andere lernt sich auch schon mal mit ihr kennen. Gucken, ob die beiden sich mögen. Und hör auf zu essen. Lustig vorstellen. Stell dich mal ihn vor, das wird vielleicht ein neuer Freund werden. Hm. Ja, aber Toilette ist auch. wie geil, ehrlich. Für dich. Verschätzt, ja, es geht so, jetzt haben wir dich. Freundlich vorstellen. Was gucken die denn da überhaupt? Ich glaube, irgendwie nur Nachrichten. Also das Essen scheint gut anzukommen. Aber ich bin dafür, dass wir mal reisen gehen. Also war das nicht? Ich bin jetzt gerade am überlegen, wie das geht. Genau. Sie möchte mich eigentlich. War das nicht irgendwie so, dass man hier? Du bist Bücherei. Reise mit. Ich will aber eigentlich nicht beide. Davon mal abgesehen. Hier ist Fitnesscenter, Musik. Das ist der Park. Fit wie ein Turnschuh zum blauen Sand steht das Museum. Haben die hier gar keinen? Wie kaufe ich denn Lebensmittel ein? Oder gibt's hier sowas nicht? Okay, wir müssen da tatsächlich gleich nochmal irgendwie gucken. Michi, wie spielst du das? Was hast du dir vorgenommen zu machen? Was sind deine Ziele? Michi, um ehrlich zu sein, ich weiß es gerade ehrlich gesagt noch nicht. Erstmal bin ich so weit, dass sie natürlich erstmal einen Job finden und dann natürlich viel lieb haben und alles. Ich später wollte natürlich auch noch reisen und ja, ich bin mal gespannt. Ich denke, ich lasse es so alles auf mich zukommen. Im Moment muss ich aber gerade einmal gucken, wie ich das hinkriege, dass sie sich jetzt mal irgendwie so ein paar Tomaten oder sowas besorgt. Gebe Barin. Er fühlt sich ja irgendwie ganz toll, ne? Ich weiß auch nicht, warum. Tag verschönern. Wie geht's dir? Du könntest dich eigentlich auf Erkundungstour begeben, rein theoretisch. Wir können auch einfach... Gibt's hier irgendwas? Können wir hier irgendwas mopsen? Nee, eigentlich nicht. Schade. Ah, aber hier.
Was ist denn hier? Chrysanthemenpflanze, mehr Blüten als Blätter. Diese Büsche sind ein wahres Knospenmeer. Okay. Was haben wir? Erdbeerstrauch. Wir ernten. Wir machen das einfach ganz fix. Kartoffelpflanze ernten wir auch. Yeah. Wir mopsen das uns einfach alles. Minus Mensch, vielen, vielen lieben Dank für dein Herzchen. Dankeschön, du nettes Mensch. Hier ist ein Apfelbaum, was wir ernten können. Hier sind, glaube ich, Pilze. Ah. Sie will mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen, hier die Frau von uns so. Was ist denn das? Nein, keine frische Sohn. Dann können wir uns nämlich selbst schon mal so einen kleinen Garten irgendwie anlegen, damit wir halt mal irgendwie was zu essen haben. Oh, schau mal, das ging jetzt aber fix, dass sie die Gärtnerfähigkeit irgendwie erworben hat. Was gibt's denn hier noch so alles? So wunderschönes Löwenzahnmäulchen. Mir geht's eigentlich eher um das Essen. Also ich finde gerade ganz viele tolle Sachen. Was ist das? Okay, hier können wir nichts drauf machen. Aha. Was haben wir denn hier so Schönes? Okay, können wir uns auch nichts mopsen. Sie macht hier gerade Sport. Okay, nice, warum auch nicht? Achso, er. Huch, sorry, das ist ein Kerl. Oh Gott. Okay, hier gibt es natürlich dann noch andere Steinchen und so, die wir vielleicht später auch verkaufen können. Aber so wirklich, was bist du? Glockenblumenstrauß. Ja, wirklich viel so zu erkunden jetzt bei uns so in den verschiedenen Dingern können wir es natürlich nicht. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich bin mich dafür, dass wir mich so ein paar Sachen halt, wie gesagt, selbst anpflanzen. Und am besten irgendwo da, wo es grün ist. Das bedeutet also, wir werden uns einmal fix darum kümmern, wo... Wahrscheinlich im Garten, würde ich mal behaupten, ne? Gartenpflanzkübel. So, hinten rechts in der Ecke. Ist ja sowieso bei ihr Zimmer. Oh mein Gott, ist das teuer. Huiuiuiui. Gehen wir jetzt erstmal zurück. Wir wollen jetzt, Kräuter für Einsteiger, Gemüse für Einsteiger, Früchte für Einsteiger. Ja. Und jetzt können wir natürlich auch ein paar Sachen an die Samen kaufen, nun nicht. Aber wie kommen wir jetzt in das Inventar von der nochmal? So, Kartoffel. Pflanzen, so können wir noch gar nicht. Samenpaket öffnen. Basilikum pflanzen. Spinat essen pflanzen. Petersilie. Warum? Ja, wir können die alle essen, aber. Kochbanane essen. Pilz. Pilz essen. Apfel. Wir können tatsächlich noch nichts irgendwie pflanzen. Bedeutet, wir müssen uns also darum kümmern, irgendwie vielleicht Bücher oder sowas zu kaufen. Naja, damit wir vielleicht ein bisschen vorankommen. Aber können wir nicht jetzt. Zum Mittagessen öffnen. Objekt in frisch. Sparfuchs, nix, Linux, okay. Haben wir also noch nichts dran, ne? Das heißt, Fischen und so würde Mittagessen servieren. Genau, kümmere dich mal um ein Speck-Sandwich. Wie sieht denn das jetzt eigentlich bei Zoe aus? Moment, sie hat da eine seriöse Zeitkapsel. Öffne die mal bitte. Was ist da jetzt passiert? Was ist das? Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Angst davor. Ich weiß noch nicht, was das ist. Schwermetall, Löwenmäulchen. Ja, wir möchten das bitte verkaufen, das brauchen wir nämlich nicht. Aber das bringt alles nichts. Aber das hier 30, okay. So können wir uns natürlich auch das Geld verdienen. Natürlich bringt das nicht wirklich so viel. Also sie kümmert sich jetzt erstmal um das Kochen und ich glaube, wir müssen uns mal ein Bücherregal oder sowas kaufen. Was bist du denn jetzt hier? Emotionale Aura. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich habe Angst vor diesen komischen Figürchen. Ja, und sie ist hier voll so ein... Naja, Musikmensch. Schelmisch sein, weil verspielt ist. Ja, schneid dich doch nicht. Freundlich zu Luise sein. Ja, komm, das machen wir. Das will sie ja auch. Freundlich. Kompliment. Über Outfit machen. Das ist doch eigentlich freundlich, oder? Oder nicht? Ich weiß noch nicht. A lot of
Huch, lol, wo wollte ich denn jetzt gerade hin? Wimperskiba. Oh, ich glaube, das war jetzt gerade nicht so doll. Das aber, entschuldigen. Komm, wir entschuldigen, zwei Luise. Aber das war ja ein Ziel von uns. Echt von Herzen kommen, das machen wir jemanden anrufen, kriegen wir auch einen Pool von mindestens einmal eins. Oh ja, wunderbarer Pool. Und wir wollen Fernsehen, das können wir natürlich auch. Fernsehen, ganz normal. So, und jetzt werden wir uns erstmal darum kümmern, tatsächlich ein Bücherregal oder irgendwie sowas zu besorgen. Oder beziehungsweise, ja, wir müssen arbeiten. Oh Gott, wie sie, wie futtert sie denn? Reisen, Soziales, ihre Haushalt, ne? Job suchen. Such dir mal einen Job. Geh mal arbeiten. Tu mal was für dein Geld. Also, welches du dann wahrscheinlich kriegen wirst. Was? Können die Frauen sich mal küssen? Was? Also, die sind eigentlich verwandt. Davon ab, eigentlich. So, ist so der Plan gewesen. Oh mein Gott. Okay, was möchten sie werden? Astronaut. Leckermaul. Ich glaube, das ist cool, das würde passen. Ja. Yenabi! Oh, die freuen sich. Yay, Glückwunsch zum Sob. Genau, Unkraut jeden. Ja, wir haben aber noch kein Unkraut so hier irgendwie. Was du machen könntest rein theoretisch. Huch. Das war gerade mein PC. So, sie wird erstmal noch gar keinen Job machen. Bin ich dafür. Sie wird erstmal schön ihr Leben genießen. Sie ist auch nur noch eine Teenagerin. Sie will aber jemanden anrufen, ne? Genau, Telefon. Jemanden anrufen. Plaudern mit... Mit Daniel wollen wir plaudern. Was möchte sie denn? Witz erzählen, weil er glücklich ist. Okay, sie möchte einen Witz erzählen. Mehr Auswahl. Ja, Debu. Lustig. Ein Witz über Enten erzählen. Pool. Sie will auch, dass wir einen Pool kaufen. Dafür haben wir noch gar nicht. Wie sieht das aus? Brauchst du eigentlich irgendwie was? Wie sieht das aus mit Charisma? Okay, Spiele. Also kochen wäre für mich, würde ich das schon schön finden, wenn sie irgendwie da noch ein bisschen was macht. Das heißt Mittagessen servieren. Grillkäse, Speck mit Salat. Bin ich dafür. Und sie, was macht sie denn jetzt? Achso, sie spielt ein Spiel. Nein, das ist eine doofe Omi. Sorry, dass ich das jetzt gerade sage, aber die ist irgendwie leicht böse. Gib genug Seiten dafür nicht zu Eiwerk, ach komm. So, wie geht's ihr denn? Achso, sie muss auf Toilette. Verwenden. Geh mal pipi. So, sie kocht schön. Ja, was sie wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Was ist das denn mit dem Aura deaktiviert? Nee, das lassen wir mal schön an, dieses komische kleine Ding. Wenn ich bei Lu das eingeben will, steht da Regret. Okay. Wie viel Essen sie einfach mal zubereitet, aber das muss sie auch davon abgesehen. Glücklich, herrlich sauber. Ach, wie schön. Ach, da ist wieder die Aura. Von diesen komischen. Ich weiß nicht, was es ist. Das, also auf jeden Fall ist das eine kleine süße Puppe, finde ich persönlich. So, okay. Freundschaftsschließen, weil ihr glücklich ist. Oh, was ist das? Eine Bar kaufen. Huch, ich glaube, das Gewitter gleich bei uns. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Huch. Okay, gut. Weiter geht's mit ihr hier. Unkraut jeden. Das können wir alles noch nicht. Oh, die machen ein Foto zusammen. Sie mag Schmetterlinge. Sie ist komisch. Sie läuft komisch. Und sie sieht grimmig aus. Oh mein Gott. Nee, ich mag sie nicht. Post? Nee, Post haben wir noch keine bekommen. Habt ihr das auch gehört eigentlich gerade, dieses Grummel, oder nicht? Ah, sie mögen sich. Kiarva Zarde. Wixinia. Eine Bar kaufen? Nee, ich will keine Bar kaufen. Nee, das möchte ich aber jetzt nicht. Ihr geht es eigentlich tatsächlich soweit gut. Sie könnte aber allerdings eine Runde schlafen nochmal. Also ich weiß ja nicht warum, aber ich habe dieses Gefühl, sie wird später dick werden. Außer sie hat natürlich einen guten... Naja. Stoffwechsel. Ihr schmeckt es auf jeden Fall.
So, wir wollten noch mal gucken, ob wir vielleicht ein Bücherregal kaufen können.